Sölle, hallo YouTube, hallo Internet, hallo, grüßt euch. So, wir machen heute folgendes. Wir haben mit dem Schlagschrauber die Schrauben hier angezogen. Ne? Also vorne an der Vario, hinten an der Kupplung. So, und heute habe ich vor, den Deckel zu montieren, den Vario-Deckel. Und was werden wir noch machen? Wir werden den Anlasser noch montieren. Den Stoßdämpfer werden wir montieren. Normalerweise wollte ich heute noch den Zylinder anschrauben. Hat aber leider nicht funktioniert, weil hatte auf die Bestellung gewartet bei Amazon. Kam aber leider nicht. Wurde verschoben. Kommt erst am 17. Also ich gehe mal davon aus, dann am 15. spätestens. Da machen wir das Dasarbeit. Auf jeden Fall will ich jetzt erst erstmal gucken, den Zylinder zu montieren. Das ist kein Problem, das können wir immer noch. Wir machen jetzt erstmal soweit alles fertig. Wir machen den Anlasser drauf, wir machen den Vario-Deckel, dann den Stoßdämpfer und vielleicht setzen wir ihn provisorisch schon nochmal in Rahmen vom Roller, dass wir nicht wieder irgendwo rumtragen müssen. Gut, ich suche mal schnell die Teile zusammen, geht dann gleich weiter. So, da sind wir wieder. Vario-Deckel haben wir jetzt. Das ist der hier, den haben wir dann, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ich denke schon, ne? Sieht man. Kann man die Kamera vielleicht noch ein bisschen anders positionieren, könnte nur sein, dass mein Knie dann im Weg ist, was natürlich auch ein bisschen bescheuert ist. Na, gucken wir mal. Oder wir gehen ein bisschen weiter, so, gucken wir mal. Okay, ich denke, das ist okay. So, wie gesagt, ich mache jetzt gerade mal den Vario-Deckel oben noch ein bisschen sauber. Ich gehe gerade nochmal mit dem Läppchen drüber. Hier haben wir die ganzen Schrauben. Und ja, was auch noch nicht gekommen ist, das fehlt auch. Das ist im Vorbesitzer auch abgebrochen. Das ist der Kickstarter. Ja, unser ist hier zwar dran. Ja, alles okay. Aber diese Fußraste, sage ich jetzt mal, ne? Dieser Kickstarter, der ist nicht da. Also kommt auch dann erst am 17. Wird alles dann noch ein bisschen dauern, aber das hält ja nichts. Ist ja jetzt nicht unbedingt maßgebend, dass ich hier nicht weitermachen kann. Ne? Normalerweise kommt hier eine Dichtung drunter, ist aber eigentlich rein vom Prinzip gar nicht so wichtig. Also, geht auch ohne, wenn man sie hat, ist es okay, hat man sie nicht, ist es auch nicht so schlimm. So, großes Problem, was ich jetzt wiederum habe, das ist meistens, wo war was für eine Schraube. Da müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen rausfuchteln. Normalerweise geht man hier, ich nehme mir normalerweise immer so ein Stück Karton und mache mir praktisch die Löcher so wie die Schrauben am Vario-Deckel und stecke dann da die entsprechende Schraube rein und dann weiß ich genau, wo was für eine Schraube war. So, ist halt jetzt nicht der Fall. Was ich aber definitiv mache, man kennt diese Oxidation, ne, durch hier Korrosion und. Ich werde jede Schraube, bevor ich sie reindrehe, ein bisschen mit Kupferpaste einschmieren. Das verhindert, also da habe ich meine besten Erfahrungen gemacht, das verhindert so ein bisschen das Festoxidieren. Wenn mal irgendwas ist, kriegt man wesentlich die Schrauben ein bisschen besser auf. So meine Erfahrung. So, Schrauben, die eventuell zu sehr, sage ich jetzt mal, vom Gewinde hier verschmutzt sind. Drahtbürste, mal kurz über die übers Gewinde huschen und dann ist das auch schon wieder erledigt. Geht dann auch wieder besser. So, hier haben wir die Kupferpaste, nicht wundern, die ist sehr alt. Aber die erfüllt ihren Zweck. So, jetzt müssen wir erst mal gucken, wo was für eine Schraube war. Also das ist eine ganz lange. Die müsste hier in der Mitte gewesen sein. Ja, das war es auch. Dann haben wir eine lange. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ungefähr so passen könnte. Da war es auch nicht. Wir gucken mal, vielleicht war die gar nicht von hier. Diese eine. Okay, so. Wir werden es sehen. Irgendwo. Ich habe meistens immer das Glück, dass bei mir immer irgendwo eine Schraube überbleibt.
So, was hatten wir denn hier? Achter, ne? So, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Dann müsste 8, müsste das hier sein. Wie es halt so ist, ne? Wenn man es braucht, kriegt man es dann raus. So, jetzt haben wir noch die Verlängerung, geht alles ein bisschen besser. Und die Drahtbürste, das ist das, was ich gesagt habe, wenn irgendwo so ein bisschen das Gewinde verkorkst, ist mal kurz drüber und dann geht es auch wieder besser rein. Jetzt haben wir natürlich die lange noch hier drin, die muss noch mal raus. Ich hoffe, dass das die auch waren. Wir werden die mal professorisch schraube ich die mal an und guck, ob das die war. Nicht das. Aber wo soll die sonst gewesen sein, Leute? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Die ist abgebrochen. 5, 6, 7, 8, 9. Mit der sind 3, 6, 7, 8, 9. Dann haben wir doch tatsächlich die hier, die kann es nicht sein. Bei der hier bin ich mir nicht sicher. Ja. Das müssen all die gewesen sein. Wir werden es sehen, Leute. Wir werden es einfach sehen. Ich fange mal langsam an, drehe sie mal nach und nach rein und werde dann sehen, wo sie passt und wo nicht. So, das reicht eigentlich schon. Der Rest tut sich auf dem Gewinde verteilen. Wie gesagt, ich habe damit meine besten Erfahrungen gemacht. Die Schrauben, die waren nicht fest. Man kann sie etwas besser wieder lösen. So, Auspuff, den haben wir auch heute sauber gemacht. Haben wir extra eine Drahtbürste geholt und einen Lack. Natürlich hätten wir alles besser machen können. Da hätten wir ihn abgeschliffen mit einer Bohrmaschine oder Beizmittel, je nachdem. Aber ich habe den jetzt nochmal mit der Drahtbürste runter sauber gemacht und habe den mit einem hitzebeständigen Lack lackiert. 800 Grad Beständigkeit. Da hat die Dose gekostet, glaube 15 Euro oder sowas. Und das war in Ordnung. Gibt Schlimmeres. So, jetzt gucken wir mal, wo die anderen rein sollen. Bleibt da mal da. So. Ja, die Frage ist jetzt, wo zum Teufel war die? Aber dies könnte hier die gewesen sein. Die sieht mir auch da danach aus, ja. Stimmt. Ja. Okay, machen wir das auch noch fertig. Gut, wie gesagt, von der Kameraposition, da muss man halt immer mal gucken. Ich habe niemand, ich habe keinen Kameramann, ich muss mir das irgendwie, oder Kamerafrau, ich muss mir das immer irgendwie selber ein bisschen hinfuchteln mit der Kamera. Die steht also das Handy, ich benutze dafür ein Handy. Ich stelle mir das so ein bisschen auf ein Stativ. Und probiere das halt mit dem Stativ hinzukriegen. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Hätte ich jetzt noch eine zweite Person, die da ein bisschen die Kamera nimmt und so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr in den Augenschein nehmen würde, wäre es natürlich besser. Aber ist halt nicht immer so, ne? Man kann nicht alles haben. Aber ich sag mal, hier so für meine Zwecke ist das vollkommen in Ordnung, was ich hier euch zeigen will. Am Endeffekt dreht sich ja nur darum, dass ich euch mal zeigen will, was für eine Arbeit ich mir mache, wenn ich
eine Rolle organisiere oder krieg, und um den halt wieder instand zu setzen, dass es halt doch ein bisschen mehr Arbeit ist, die ich da reinstecke. Und ich will vermutlich das auch so ein bisschen als Hobby machen, dass ich hergehe und hole mir nach und nach gebrauchte Roller, die vielleicht nicht mehr so gut in Schuss sind, und baue die dann wieder auf und verkaufe die dann. Also ich sag mal, den jetzt hier, den werde ich behalten. Das war mein erster. Also ich habe noch einen anderen, das ist ein Firenze, ne, den kennt ihr, den weißen, der wo so ein bisschen shoppertechnisch ist, so ein bisschen, wie sagt man, nicht old school, wie sagt man zu den Dingen, Retro, so ein Retro-Roller, ne? Und ja, sowas habe ich halt noch. Den werde ich eventuell verkaufen. Der wird nicht billig, wenn ich ihn verkaufe. Das von vornherein. Also ich schätze mal, dass der mindestens 600 € bringen soll. Und ja, dann mal gucken, wenn wir dann irgendwie wieder einen Roller bekommen, dass wir den dann auch, wie gesagt, aufbauen. Muss nicht allzu fest, ne? Man muss es nicht übertreiben. Nach fest kommt ab, aber fest. So. Ja, das ist so mein Ziel. Das will ich mir so als Hobby machen, dass Sommer kommt. Oder wenn jetzt auch irgendjemand hier in der Nähe bei mir wohnt und sagt: Hier, pass auf, ich habe mit dem Roller ein Problem. Kannst du mir mal helfen für kleines Geld und ich bin in der Lage, das zu reparieren? Würde ich das auch machen. Ich kann natürlich keine Garantie geben, wie eine Firma. Dafür habe ich keine Versicherung, wie auch immer. Wenn dann irgendwas kaputt gehen sollte, das muss dann abgesprochen werden. Aber so kleinere Reparaturen, wo ich denke, okay, das kriege ich wieder hin, ne, kann man machen. Kann man machen. So, ich hoffe, dass man das noch einigermaßen sieht, was ich hier treibe. Ich gucke nochmal selber gerade Kamera. Ja, das dürfte okay sein. Ja, man merkt aber trotzdem, muss ich sagen, die Verarbeitung. Ne? Also China-Roller hier zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, warum die Schraube hier so extrem schwer da reingehen will. Also sollte nochmal. Gar kein Problem sein. Die haben alle die gleiche Länge. Dürfte kein Problem sein, Kollege. Was ist hier los? Willst du mich ärgern? So, was haben die alle die gleiche Länge? Also, bitte. Ja. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Keine Ahnung, warum. Warum die bockig ist. Mit Gewalt will ich jetzt nicht unbedingt, ups, nicht unbedingt hier. Ah, komm schon. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Mit Gewalt will ich jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt da dran, weil, ne, macht kaputt. Und kaputt ist nicht gut. Nee, das gefällt mir absolut nicht. So schwer, wie das gerade da reingeht. Gefällt mir das gerade überhaupt nicht. Was ist hier? Weil, wenn fest, dann beim Rausdrehen kann sie reißen. Okay, hier geht's. Das ist okay. Ich mache das jetzt mal hier. Da brauchen wir jetzt noch die Ratsche dafür. Weil muss ja nicht kaputt gemacht werden. Ne? Okay, das ist okay. Ist ja nur noch die da. Nehmen wir mal die andere von hier unten. Ja, ist die gleiche Länge. Keine Ahnung, warum jetzt hier drinnen. Das Ding meint, vom Gewinde her eine Macke zu haben. Das heißt, wir drehen mal ein bisschen hin und her, nicht, dass wir es irgendwie lynchen.
Na, so eine Art wie Gewinde schneiden halt. Aber das sollte nicht sein. Ne? Da haben wir hier Schraubensicherungslack. Kann natürlich auch sein, ne? Aber ja, da kommt einiges an Dreck kommt da raus, Leute. Das ist kein Guss, das ist einfach nur Müll. Okay, wir drehen sie noch mal gerade raus. Jetzt habe ich mein Video 40 nicht dabei, ne? Scheiße. Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Jetzt habe ich kein WD 40 dabei, sonst hätte ich jetzt mit WD 40 noch mal ein bisschen gereinigt. Aber das ist jetzt nicht so toll. Finde ich jetzt gar nicht gut, dass das so schwer geht. Mal gucken, wie die Schraube, wie das Gewinde aussieht. Ja, das Gewinde ist okay, ne? Ich weiß nicht, sieht man es? Das Gewinde ist in Ordnung. Das heißt, wir haben hier ein bisschen viel Müll drin. Ja, jetzt geht es auch ein bisschen besser. So. So, das reicht. Gut. Dann haben wir das hier fest. Jetzt haben wir noch eine. Die andere haben wir noch hier drinnen. Ne? Oder, nee, wo sind die? Hallo? Kumpel? Habe ich dich schon fest? Ne, du bist noch gar nicht da. Ach, guck mal. Da wollte sie sich aus der Gefahrenzone schleichen hier. Ja. Ne, hast keine Lust gehabt? Hast du keine Lust? Ja, da hast du Pech. Ich habe aber Lust. So. Ja, wie gesagt, nicht übertreiben, mehr festziehen. Vorsichtig, du hast hier Guss. Ja, kann das durch sein, das Gewinde, und dann hast du ein Problem, musst neues Gewinde schneiden, größere Schraube. Geht dann nicht immer. Na, ist halt immer wieder so ein Problem. Gut, okay. Das haben wir. Na, sieht doch einigermaßen ganz okay aus. Klar, dass das jetzt kein neuer Roller wird, ist klar. Aber er kann gepflegt aussehen. Ja, ist ja auch schon mal was. Ich meine, da ich eh Zeit habe und keinen Termindruck, kann ich mir die Zeit nehmen, das Bestmöglichste rauszuholen. So, wo warst du, mein Freund? Hier vorne haben wir noch eine, genau. Und die haben wir auch noch und dann haben wir es. Okay. So, dann machen wir noch den Anlasser wieder fest. Den Anlasser, den haben wir. Der ist hier. Oh, da muss ich das Kabel noch sauber machen, Leute. Da habe ich das Kabel vergessen, sauber zu machen. So, und die letzte. So, irgendwann gucken wir auch noch mal hier nach dem Getriebeöl. Ich denke mal, wenn der hat lang gestanden, das ist nicht so viel, was da reinkommt. Ich glaube, wir haben sogar noch vom vorhergehenden Roller irgendwo noch Getriebeöl. Neues sogar. Und da werden wir dann neues Getriebeöl auch reinmachen. Schaden kann es nicht. Ist nur zum Vorteil. So, dann haben wir das hier schon mal fertig. Das legen wir mal beiseite. Dann gucken wir mal. Okay, passt auf. Und zwar, das hier ist das Anlasserkabel. Guckt,
Da habe, ups, warum ist ja mein Knie schon wieder im Weg? So, da haben wir so ein bisschen geschludert. Was ist denn das hier? Was ist? Okay. Ist mein Knie und Fuß schon wieder im Weg? Das ist eine perverse Kamera. Wie gesagt, seht ihr, hier ist Kabel. Ne, ist jetzt nicht unbedingt sauber. Das müssen wir auch noch reinigen. Ich würde sagen, das machen wir dann. Dann hole ich mir jetzt erstmal mein weiteres Zubehör. Das habe ich jetzt hier nicht dabei. Da kann ich dann auch mein WD-40 holen. Und kann das nochmal noch sauber machen. Ne? Würde ich sagen, machen wir so. Also Leute, bis gleich. So, Dille. Hallo Leute, grüßt euch. So, wir sind wieder zurück. Weiter geht's. Ich muss mal hier das vielleicht so ein bisschen besser positionieren. Weil mein Knie, glaube ich, das hängt auch ein bisschen so überall. Also ich hoffe, das ist so okay. So, pass auf, Leute. Und zwar folgendes. Das machen wir noch ein bisschen sauber hier. Ich habe hier gerade ein bisschen mit WD-40 gesprüht. So, das gibt Flecken. Okay, so, und zwar folgendes. Ich habe jetzt hier dieses Kabel vom Anlasser sauber gemacht. Jetzt werde ich das mit dem Anlasser verbinden. Zwar ist er das hier. Dann haben wir auch sauber gemacht, seht ihr, ne? Hat überall zwar so seine Rostbeulchen, aber besser wie gar nichts, deswegen, das passt schon, ne? Machen wir jetzt. Hier ist ein Kabelchen dran. Das mit der Kamera, das ist echt ätzend, Leute, das ist ätzend. Wenn ich jetzt die Kamera. Wartet mal, Leute, passt mal auf, ich probiere mal die Kamera ein bisschen höher zu stellen, vielleicht geht's ja dann. Na? Okay, so. So, ich denke mal, das passt, ne? Nimmt auf, sollte aufnehmen, gell? Okay. Ja, so, okay. Besser geht's jetzt gerade nicht. Na, lassen Sie mal so. Auf jeden Fall ist es jetzt so. Das haben wir jetzt. Jetzt muss ich natürlich versuchen, diese Dinger hier sind sehr widerspenstisch. So, okay. Das ist das, was wir brauchen. Da wollen wir hin. Jetzt müssen wir gerade noch mal gucken. Und zwar, der soll so da rein. Das bedeutet, dieses Kabel muss so hier drauf. Also so. Okay. Das machen wir. Jetzt brauchen wir erstmal hier ein Kreuz. Da haben wir zwei Unterlagscheiben. Hier sollte man definitiv auf Sorgfalt achten. Du hast hier Strom drauf, 12 Volt mit sehr viel Ampere. Kann sogar in den schlimmsten Fällen zum Kabelbrand führen. Ja, also von daher ein bisschen mit Bedacht arbeiten, dass das wirklich plus an keine Masse kommt, sonst habt ihr echt ein Problem, könnt euch sämtliche Elektronik eventuell auch durchschießen. Ne? Also wie gesagt, da ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich verkehrt rum. Ne? Ich mach's nochmal. Ich wollte es in die andere Richtung. Und zwar Schräubchen. So rum. So sieht das besser aus. Unterlagscheibe. Das sind so Sprengringe, sage ich mal, so Klemmringe. Und dass es auch wirklich da bleibt, wo es hin soll, dass es sich nicht löst. Machen wir gleich fest. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ich bin hier kein Profi-Schrauber. Ich habe das alles nicht irgendwie Lehre oder so, Automechaniker oder so, habe ich nicht gelernt. Das ist alles aus, ja, aus Learning by Doing, ne, so entstanden und konnte bis jetzt eigentlich alles. Was bei mir so kaputt war, habe ich eigentlich alles hingekriegt. Auch früher bei den alten Autos. Ascona C, Ascona B, man kennt sie. Der alte Manta. Also da musstest du, da konntest du noch schrauben. So, jetzt nochmal kurz hier. So, alles schön fest, ne? Dass hier nichts passiert. Wir ziehen es nochmal nach, vorsichtshalber. So, Schutzkäppchen drüber. Und dann war es das gewesen. Ja, dann montieren wir jetzt den Anlasser. Ja, ist halt schade, dass jetzt heute der Ding nicht gekommen ist. Der Zylinderkopf. Ärgert mich ein bisschen. Ne? Man hätte kompletten Motor fertig machen können. Und wäre vielleicht sogar morgen. Morgen hätte er schon den ersten Testlauf haben können. Aber gut.
So zieht sich's halt, ne? Haben wir morgen auch noch ein bisschen was zu tun. So, ach so, was auch wichtig ist, sollte man drauf gucken, der Anlasser hat hier eine kleine Gummidichtung. Sollte die ein bisschen schwerer reingehen, macht es ein bisschen mit Fett, ne? Da habe ich jetzt hier Vaseline, weil normalerweise Öl, Leute, nehmt kein Öl für Gummis. Öl macht Gummis poröse, lässt sie aushärten, lässt sie kaputt gehen. Holt euch in einem Drogeriemarkt Dose Vaseline. Das ist so, kann man sagen, das ist so ein bisschen Pflegemittel in der Pflegeabteilung. Und das greift kein Gummi an, kein gar nichts, schützt. Ne? Kostet, glaube ich, das Döschen 2,50 € oder so. Macht ja nichts verkehrt damit. Kann man für vieles gebrauchen. Ne? Auch zum, was weiß ich, Freundin beeindrucken. Ne? Du, ich habe auch Vaseline ne? Im Bad. Ne? Ist Auslegungssache, für was man es braucht, aber gut. Okay. Ne, wie gesagt, auf jeden Fall für Gummiteile. Günstig und zerstört kein Gummi. So, da brauchen wir jetzt einen Imbusschlüssel. Da auch wieder Vorsicht. Ne? Nach fest kommt ab. Da musste ich schon sehr viel Lehrgeld bezahlen. Ich glaube, ich hätte das Hinterrad noch ablassen sollen, da wäre mir ein bisschen besser an die Sache gekommen. Aber wie es halt so ist, ne? Hinterher ist man immer schlauer. Das Hinterrad haben wir auch mit dem Schlagschrauber angezogen. Geht ein bisschen einfacher. So, machen wir das hier noch fest und dann haben wir das hier auch schon. So, das reicht. Man kann ja, was weiß ich, wenn der Roller läuft und ist mal so 2, 3 Tage gefahren, kann man ja, wenn man dran denkt, die Schrauben, wo man noch dran denkt, eventuell noch mal kontrollieren. Wenn man es aber richtig macht, braucht man es nicht, dann ne, hält es ja so oder so. Meistens hatte ich mal immer das Problem, dass meine Vorsicht immer dazu geführt hat, dass irgendwann am Krümmer der Auspuff undicht wurde. Weil ich die Auspuffschrauben, also die Krümmerschrauben, ein bisschen zu zaghaft angezogen habe und dann ist er meistens immer ein bisschen lauter geworden, dann habe ich es nachgezogen, dann ging es. Also das war dann immer so mein Lehrgeld. Na, gehst du jetzt da dran oder was ist denn da los? Sind keine Haare drum oder was? Warum finde ich das Löchelchen nicht da? Jetzt da haben wir es, da haben wir was, glaube ich, oder? Yes. Ja, wie es halt so ist. So. So. So, das reicht. Ne? Okay, so, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Das ist fest. Das ist fest. So, Ansaugstutzen hatten wir das letzte Mal schon montiert. Hier haben wir den Ölschlauch von der Ölpumpe, was an Vergaser geht. Jetzt, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen jetzt den Vergaser hier vorne dran. Den können wir ja schon dran schrauben. Und wenn wir den Kolben montieren, kann man ihn auch mal abmachen. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk in dem Sinn. So, gehen wir nochmal ein Stückchen zurück. So, hier. Ups, zeige ich euch mal gerade. Hier, das ist ne, komplett Luftfilterkasten, Vergaser. Da habe ich jetzt nichts am Vergaser gemacht. Ich habe ihn zwar sauber gemacht, habe gereinigt. Sollte nochmal alles okay sein. Schläuche überprüft auf Dichtigkeit, Porosität und so weiter. Ne? Das ist auch alles soweit in Ordnung. Den montiere ich jetzt schnell, dann hat das alles wieder so ein bisschen seine Form. Ja, und dann ja, gucken wir mal, was wir noch machen. Dann machen wir hinter den Stoßdämpfer noch fest. Und dann war es das eigentlich für heute, weil mehr kann ich jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht machen. Also klar, ich könnte noch die Vorderbremse noch montieren, aber Herrgott, wie gesagt, ich habe Zeit. Ich habe keinen Druck.
Ne, kein Termindruck, ich kann mir Zeit lassen und das Wetter ist auch einigermaßen in Ordnung. So, was braucht man hier? Was waren das? 10, 12, 13? Ich schätze 10, oder? War das 10? Komm mal raus. Oh, tatsächlich. Okay, so. Ja, wenn man es wegräumt, muss man es immer wieder rausholen. Ne? Kennen wir. Da ist er. Die Verlängerung. Machen wir hier Luftfilter dran. Ansaugstutzen hatte man ja gestern neu gemacht im letzten Video. Hier sieht auch alles okay aus. Und das hatte ich ja gesagt, ich konnte den Vergaser mit Luftfilter nicht unbedingt montieren, weil die Halterung für den Luftfilter ist am Vario-Deckel. Und ne, wie man sehen kann, hier hast du dann die Schrauben für den Vario-Deckel. Und so. Okay, so, was machen wir? Wir machen jetzt erstmal hier den Ring drum. Machen wir den Ring hier drum? Machen wir den so? Ah, das ist ja der, also dieser Vergaserring hier, ne? Also ist ja auch ein Witz. Also da hätten wir, weiß Gott, auch eine bessere Schelle nehmen können und nicht so ein Bullshit hier. Aber gut. So, jetzt drücken wir den Vergaser in Ansaugschutzen. Na, okay, das war schon. Die Öffnung, Durchmesser hat gepasst. Da haben wir drauf geachtet. Wir haben da nichts Größeres oder getuned, wie auch immer. Wir haben immer noch den 49 Kubiksatz an Zylinder gekauft. Ne, man kann auch den 70er und so weiter. Ne, da gibt es ja jede Menge. Aber wie gesagt, das ist dann entspricht dann alles nicht mehr der Betriebserlaubnis. Deswegen machen wir das nicht. Aber sollte man sowas tun, auf dem Privatgelände ist das alles kein Problem. Darf man.